Tischtennishelden. Conquer the Table. Ja, hallo Tischtennishelden. Heute habe ich mir mal den Lars Hilscher vor die Kamera geholt. Wie kam es überhaupt dazu, dass du hier in dem Raum bist? Ja, wir haben ja Kontakt bekommen über Facebook. Genau. Und du hattest dann gefragt, hattest mir deinen Kanal erstmal vorgestellt, habe ich mir ein bisschen angeguckt, fand ich sehr interessant, ja. Was du da machst, hast du gesagt, du möchtest eine DVD oder zumindest online ein hochwertiges Produkt rausbringen, wo wir beiden jetzt das Thema Aufschlag-Rückschlag als Schwerpunkt haben. Ja, einfach diese Diskussion, ein bisschen die Ansichten eines Profis, das ergänzt sich, denke ich, ganz gut. Du trainierst viele Amateure, die Unterschiede, die es da gibt, das ist ganz interessant, haben wir auch gemerkt während der Arbeit jetzt. Ja, wie es im Spitzenbereich ist, bei Aufschlag, Rückschlag, wie es, welche Probleme ein Amateur hat. Da gibt es teilweise Schnittmengen, also es ist teilweise das Gleiche, da unterscheidet sich das mal wieder und das war wirklich ganz interessant. Ja, wie lange bist du überhaupt schon Profi und wo geht es im Moment hin? Ich bin mit 19 Jahren Profi geworden, also ich habe Abitur gemacht damals. Habe dann die Möglichkeit gehabt, bei der Bundeswehr in die Sportfördergruppe zu kommen und das dadurch auszuprobieren, ohne großes Risiko. Damals war ja noch die Wehrpflicht, also 10 Monate musste ich sowieso zur Bundeswehr. Und da habe ich einfach gesagt, ich verpflichte mich für 2 Jahre. Die Bundeswehr unterstützt einen da wirklich auch sehr gut in diesen Sportarten, die nicht so viel verdienen wie ein Fußballprofi oder ein Tennisprofi. Und habe zur gleichen Zeit ein Angebot vom TTC Jülich damals bekommen, in der ersten Bundesliga zu spielen. Da habe ich einfach gesagt, ich probiere das aus. Und in diesen 2 Jahren habe ich mich sehr gut verbessert. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Also das Leben von einem Profi ist natürlich auch was anderes. Vorher habe ich 4-mal die Woche trainiert, als ich das Abitur gemacht habe. Ab und zu Lehrgänge gehabt, Trainingslager 1-mal im Monat, aber sonst eigentlich nur 4-mal die Woche. Und dann als Profi natürlich plötzlich 10 bis 11 Einheiten in der Woche. Das war schon eine Umstellung, aber hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, seit ich 19 bin, jetzt bin ich 36, seit 17 Jahren bin ich Profi. Habe ich damals auch nicht unbedingt gedacht, dass es so lange geht. Also ich habe wirklich gesagt, ich probiere das mal aus. Wo es jetzt hingeht, ich habe letzte Saison nochmal sehr, sehr gut gespielt. Besser als die 3-4 Jahre davor. Ich war verletzungsfrei, das war für mich ganz, ganz wichtig. Konnte wieder mehr trainieren und habe fast eine ausgeglichene Bilanz in der Bundesliga gespielt und habe daraufhin in Mühlhausen, das ist mein aktueller Verein, PostSV Mühlhausen, sind vor 2 Jahren aufgestiegen in die erste Bundesliga, noch ohne mich. Dann bin ich hingewechselt und habe da nochmal für 2 Jahre unterschrieben. Also ich bin auf jeden Fall die nächsten 2 Jahre noch Profi und dann mal gucken. Ich beschäftige mich natürlich in dem Alter jetzt immer mal mit dem Karriereende, was kommt danach. Aber es macht mir auch noch so viel Spaß. Also viele haben schon vor 5, 6 Jahren gesagt, ich muss jetzt langsam was Neues überlegen. Es ging jetzt doch noch weiter. Wer weiß, im Leben kann man nie so weit vorausschauen. Also ich will jetzt erstmal die 2 Jahre gut spielen und was danach kommt, weiß ich noch nicht. Wie war das bei dir in den letzten Jahren, also von so 15 bis 19, was gab es da für Sprünge, bevor du dann Profi geworden bist, vor allem auch von den Ligen her, auch vom Niveau her? Ich war eigentlich immer ein Spieler, der sich sehr kontinuierlich entwickelt hat, also ich habe selten große Leistungssprünge gehabt, aber auch habe selten stagniert als Spieler. Das ist eine gute Frage. Ist für mich einfacher, rückwärts zu rechnen. Also mit 19 war ich in der Bundesliga. Ich habe vorher 3 Jahre bei Eintracht Leer in der zweiten Liga gespielt. Also ich bin mit 16 nach Leer gewechselt in die zweite Liga, am Anfang in der Mitte, die erste Halbserie. Das waren noch 6er-Mannschaften. Also da habe ich an Position 3 und 4 gespielt. Habe aber direkt in dem ersten Halbjahr sehr, sehr hoch positiv gespielt und bin dann direkt nach ins obere Parkkreuz gekommen. Vorher habe ich beim VfL Hameln Regionalliga gespielt, also mit 15 dann Regionalliga oben war das damals. Da war die Regionalliga die dritthöchste Liga, gab es noch keine dritte Liga. Genau, bei Hameln habe ich 2 Jahre Regionalliga gespielt und davor Oberliga, also mit, wenn man rückwärts rechnet, mit 15 Regionalliga oben, mit 14 Regionalliga Mitte und mit 13 habe ich in der Oberliga damals gespielt. Wann war der erste Gedanke mal da, dass du Profi werden könntest? Dass ich wirklich Profi werde, also damit auch mein Geld verdiene, das ist wirklich erst
kurz vorm Abitur oder in diesem Jahr davor, sag ich mal, gekommen. Meine Eltern haben auch immer zu mir gesagt, mach das Abitur, da eine gewisse Sicherheit zu haben. Aber dass Tischtennis eine große Rolle im Leben spielt, das war eigentlich schon. Ich bin in C-Kader gekommen mit 10 oder 11 Jahren, war dann in der Schülernationalmannschaft, habe Schüler-Europameisterschaften gespielt, Jugend-Europameisterschaften. Also da hat eigentlich der Tischtennissport fast genauso eine große Rolle auch schon gespielt, wie jetzt als Profi, aber dass ich wirklich mein Geld damit verdiene. Der Gedanke ist spät gekommen und wie ich auch gesagt habe, dass es so lange so gut funktioniert, wusste ich auch mit 20 und 21 noch nicht, sondern habe oft von Jahr zu Jahr gedacht und irgendwann merkt man natürlich, es läuft weiter gut und man will das weitermachen, es macht auch Spaß. Okay.